Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner fünften Landkarte bei Transport Fever 2. So, wir sind immer noch in Berlin oder bei Berlin und wir wollen mal Berlin noch ein bisschen mehr beleben hier. Und vor allen Dingen so Schandstellen wie diese hier gerade wollen wir wegmachen. Dann nehmen wir ganz einfach ein paar Bäume und pflanzen ein paar Bäume hin. Nee, nicht mit dem Radiergummi, sondern Mischwald. Zack. So. Ja, manchmal klappt es nicht so recht. Irgendwie will er gerade nicht jetzt. Hier jetzt langsam das sich ausbauen. Dann haben wir hier noch so eine Schandstelle, so einen kleinen Schandfleck. Häuser, Quatsch, Bäume hin. Hier auch noch. So. Die Schlucht tun wir auch noch. Na komm. So. Ja, da haben wir das hier. Jetzt würde ich hier gerne noch Zahn basteln. Der Zaun gewesen. Ich glaube ja. Damit hier die Tiere an die Brücke gehen und sagen fertig und gehen auf der anderen Seite. Ja, dann müssen wir erstmal hier einen Baum fällen. Lass mal erstmal die U-Bahn fahren. So, jetzt hier an den Pfeiler, an den Mast. Kann man von Mast zu Mast gehen auf gerader Strecke.
Nee, wir will das nicht. Nee, ich möchte hierher. So, hier war das Geld dann alle von zahlen. Das reicht erstmal. Da haben wir eine ganz schöne Strecke hier mit Zahlen bepflastert. Jetzt machen wir das auf der anderen Seite vom Bahnhof noch. Setzen wir hier an. Das ist immer was dazwischen fährt. Noch Kollege Autosave, so der ist durch. Wir gehen von Mast zu Mast.
So, hier wartet die U-Bahn auf dem Bahnhofseinfahrt. Fertig. So, da haben wir das auch erledigt. Können wir hier eine große Weide machen. Ah, der steht drinnen, ja, der fährt jetzt zu. Ja, das ist, wie viel haben wir denn Passagiere? Nö, nee, was ist das? Ein Passagier, Die Berliner U-Bahn macht große Verluste. Naja. Da hier wartet auch schon einer. Das ist die Haltestelle Brandenburger Tor. Ne? So, wie können wir denn das hier beleben? Hier noch ein paar Häuser hinbasteln. Da haben wir doch was. Häuser, 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 Häuser. Ne, das ist Industrie. Plakate. Gebäude. Das sind aber nicht die, die ich jetzt gesucht habe. Feuerwache. Thank you.
passt eher. So. Das passt nicht.
Ich wollte das drehen. So. Könnte man als Schule verkaufen, aber das hat keine Anbindung. Doch. Ach, das hat doch keine Wand. Das ist eine Schule. Ja, da haben wir die Schule auch. Da sieht der Schmuck aus. Unser Stadtgebiet hier. Am Brandenburger Tor. Straßenbahn fährt hier auch. So. Haben wir es doch belebt. Müssen wir bald ausbauen. Taxis fahren hier auch. Ja, ich würde sagen, das war's für Berlin.
Die können sich erstmal entwickeln. Jetzt stehen hier mal ein paar Leute rum. Nö, das ist Berlin, Rostock. Ja, das ist, die Züge sind groß genug. Da gucken wir lieber noch mal hier die. Ah, ich hab's geahnt. Beim Werkzeug, bei der Werkzeugfabrik für Cottbus. Ne, da kriegen sie noch zwei. Na komm, wir runden auf 15. So. Was macht hier unsere Bäckerei? Oh, hier liegt Brot. Für die Straßenbahn. Die haben wir doch aber modernisiert. Ja, so viel ist es dann doch nicht. Das nimmt der hier mit. Wo komme ich denn jetzt? Nächste Straßenbahn, da ist das alles weg. Nee, das passt schon. Hier ist einer mindestens zu viel. Da verkaufen wir einen. So. Da haben wir das auch wieder. Der Personenbahnhof war hier oben. Na, hier stehen ein paar Leute mehr. Das fährt hier gerade raus bis mal Leipzig. Der ist nicht immer voll. Rostock, Wismar. Nö, das ist alles gut. Das passt alles. Man könnte ja mal in die andere Richtung konfigurieren. Plattform, Passagiergebäude. Ein kleines Passagiergebäude. Ja, hier haben wir jetzt die 9. Kommen wir aber nicht bis an die Straße. Und dann kommen wir hin. Ein Gebäude. Ein Gebäude wird mir gefallen lassen. Ah, komm, genau auf die Ecke hier. So, da sind wir nämlich hier mit dem Bahnhof auch noch verbunden. So wie hier zur Endstelle. Jetzt muss ich mal gucken, haben wir hier Unterführung gebaut? Nee, ja, doch hier. Das ist eine Unterführung da. So, das ist unser Zug Berlin-Wismar. BW in Wismar. Sieht schon niedlich aus mit der kleinen Rangierlok hier. Machen wir glatt mal ein Foto. Aber hier haben wir irgendwie einen Fehler mit dem. Für was haben wir das Gleis hier? Hier haben wir wahrscheinlich im Nachhinein das Gleis gemacht.
Ne, wo sind denn wieder die Zäune hin hier? So, da wollen wir hier ansetzen. Ganz schön hier. Nein, die Straße. Naja, wir lassen sie jetzt. Hier können wir mal ein paar Straßen modernisieren. Die sollen sie behalten. Ich will hier nicht bauen, ich will hier. Ja, das geht nicht wegen dem. Ja, das sieht doch gut aus mit dem Verkehr. Ja, hier haben sie auch ganz schön gebaut. Hier haben sie aber ganz schön gebaut. Einfach zu viele LKWs. Sind zwar nicht am Limit, aber Treibstoff. Wieso sind die voll? Jetzt gar nicht angezeigt. Der wird beladen. Ach, das sind die gelben Container, die fahren immer voll. Die roten werden nur beladen, wenn es wirklich beladen ist. So, da haben wir noch Kollege Autosave. Tja, man könnte ja schon langsam hier einen Flughafen planen. Da müssen wir dann die U-Bahn noch zum Flughafen bringen. Hier im Flughafen rein basteln. Güterflughafen.
Passagier. So, den hier reinknallen. Haben wir eine Kollision mit der Straße. Da müssen wir mal die Straße umlegen. Die bauen wir hier ein bisschen anders. So. Die Straße wieder, Landstraße. Nicht perfekt. So, jetzt müssen wir hier noch eine Straße dran bauen. Ja, da bauen wir ruhig eine breite Straße. So haben wir den ganz gut angebunden. Brauchen wir noch eine Haltestelle. Und jetzt müssen wir einen Bus fahren lassen. Berlin Straßenbahn. Eine Linie. Berlin 3. Wenn wir über dem Drosselweg. Nee, wir machen das direkt. Die kriegen noch eine Linie. Und zwar haben wir hier gegen in die Richtung da fahren wir vom Bahnhof hier hoch, da machen wir noch eine Straße rüber.
halten wir noch mal hier. Und auf dem Rückweg fährt schon eine Straßenbahn. Das hätte ich gesagt, da halten wir noch mal hier. Aber da können wir auch hier halten. So, da brauchen wir Schienen. Da müssen wir Schienen fräsen. So, da fahren wir hier hoch. Hier rum. Die Flughafenmagistrale habe ich mit Oberleitung, ja. Hier rüber kreuzen wir. Hier runter. Ich wollte doch hier oben irgendwo halten. Ach ja, hier. Ja, da kann man hier runterfahren. Beziehungsweise fahren wir hier lang. So, Linie, neue Linie, Nahverkehr, oh halt, Linie 1, wo ist er? Nahverkehr Berlin 4, Flughafen. So, wir fahren vom Bahnhof auf der linken Seite. Hier. Ist schon wieder weg. So, dann fahren wir hier hoch und halten hier nochmal. Dann fahren wir hier rum, halten hier. Und dann fahren wir hier runter. Und da wollten wir eigentlich hier nochmal halten. So, das sind das 4 Haltestellen. Nach Höchstgeschwindigkeit. Das sind die schnellsten. Düwak. Ja, nehmen wir die hier. Die schwarzen sehen ganz gut aus. 5 Stück. Ah, komm, 6. Da haben wir noch Kollege Autosave. So. Und die gehen auf Nahverkehr Berlin. Hier ist er. Gibt's doch nicht. Wir haben doch überall Schienen reingemacht. Hm.
muss doch hier anzeigen. So, wir fahren hier rum, hoch, Schienen sind drin. Hier lang, hier rüber. Hier runter. Halten hier, fahren hier nochmal. Ah, der kommt hier nicht rum. Okay, da haben wir ein paar Schienen vergessen. Kein Problem. So, jetzt hat er aber überall Schienen. Jetzt muss es funktionieren. Wo ist das Depot hier? Jawohl, da ist er. Club hat's gemacht. Und da kommen sie raus. Da haben wir die Flughafenlinie. Der erste Flughafen. Und da fliegen wir nach Dresden. Dresden ist ganz schön gewachsen. Wie sieht es denn mit dem Verkehr hier aus? Naja, es geht, es geht, es rollt. Der Verkehr rollt. Das Hauptquartier steht. Hier Dresden ist. Also, ich sehe hier keine verstopften Straßen. Hier ist die Ausfahrt in Richtung Erfurt. Kommt hier wieder raus. Ja, alles bestens. Er hat sogar hier noch neue Straßen gebastelt. Da könnte man die Straßen ja modernisieren. Wir müssen da nicht lang fahren. Ah, das können wir nicht lassen. Also das ist Quatsch. So was zu bauen. Also wenn dann so. So. Das ist auch Mist. Und dann
So. Und hier so krumm bauen wir nicht. Wir möchten, dass das gerade ist. So. Rüber gebaut. Ja, die lassen wir. Hier auch. Hat er ja eine Riesenkreuzung gebastelt. Und hier hält die Straßenbahn. Na toll. Ja, aber kein Stau. Das ist schon mal perfekt. Rostock Dresden. Ach, unsere Lieblingsdampflok. Ja, die macht Gewinn. Kommt gerade rein. Und wir passen rein. 185. 74 stehen. Das ist in Ordnung. Muss voll werden. So, hier können wir nichts mehr machen. Dann gucke ich mal hier beim Brot. Naja. Also das sind zu viele LKWs. Definitiv zu viel. Da müssen wir Einsparungen machen. Und Züge, Getreidezüge, voll ausgelastet. Cottbus, kein Stau, nur normaler Verkehr. Alles gut. Liefern tun wir alles. Ja, in der nächsten Folge gibt es dann den zweiten Flughafen. Ah, das ist doch schön geworden hier. Das ist doch schön. Ja, die Stunde ist schon wieder um. Nee, die Zeit vergeht. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Dann lasst mir doch gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Ja, und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.